Hey Leute, was geht? Wir spielen wieder eine Folge von Let's Play Digimon Masters Online. Diesmal bin ich alleine. Ja, dies aus. Ihr habt ja jetzt vor einigen Tagen, habt ihr ja ein Video gesehen, wo stand, was sich alles getan hat in den letzten Wochen. Und ja, es hat sich auch wieder was getan. Wie ihr seht, habe ich in Dorogamon. Und ich habe ja eigentlich im Dings angekündigt, im in diesem Ankündigungsvideo, was ich tun soll und so, dass ich mir eigentlich ein Durugamon hole, was sich halt zu Alphamon digitiert und ich dann die Jogress machen kann am Ende. Aber ich habe mir ein falsches geholt. Guckt euch das an, ich hab dieses hier mit Durugoramon. Habe ich leider geholt, voll fail, 4-5. Habe ich auf 6-6 aber direkt gemacht. Und ja, aber trotzdem mega fail einfach nur, mega, mega fail. Ja gut, was soll ich jetzt erstmal machen? Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal das trainieren ein wenig. Wie ihr seht, ich nehme das erste Mal auf im 500 XP Event. Auch sehr geil, sehr geil. Nicht anders zu erwarten. Sehr geil, sehr geil. Ich werde jetzt nochmal hier drei Level machen. Ich werde einen Booster, glaube ich, reinkloppen, oder? Ich guck mal eben nach. Soll ich einen Booster reinhauen? 200er für wie viele Minuten denn? 31 Minuten. Ja, komm. So, dann haben wir hier einen reingehauen. Und dann fange ich jetzt einfach mal eben an, schnell. Dass wir dann noch 25 kriegen. Ansonsten weiß ich wirklich jetzt momentan nicht, was ich jetzt an Sachen aufnehmen soll. Ich muss da nämlich noch mal ein bisschen strukturierter rangehen, um zu gucken, was ich jetzt alles euch zeigen noch werde. Es werden auf jeden Fall noch eine Menge, Menge, Menge Tutorials kommen und sonst noch was. Oh, hier haben wir... Okay, das ist jetzt ein Agumon von... Ja, ein Agumon halt. Ein Classic Agumon. Und so viel XP kriegen wir jetzt auch nicht. Ja gut, ich werde wahrscheinlich noch ein Level-Guide für euch raushauen, für all die Typen, die es gibt. Erstmal bis 46, danach mal sehen. Dann muss ich mir selber nochmal einen machen. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie ich damals meinen auf Level 90 gelevelt habe. Ich war auf jeden Fall, war ich im Dungeon noch und ich war im Maze. Ganz tief drin im Maze war ich da. Das weiß ich noch. Ja, du bist it. Du bist it, my friend. So, jetzt kommen wir Level 14. Das ist schon mal gut. Komm, stirb ab. Stirb ab, Digga. So. Bis Level 16 kann man hier eigentlich bleiben. Also von Level 11 bis Level 16 kann man hier bleiben. Aber ich war hier direkt von Level 1 an. Ist halt gut, wenn man eine Level-Aura am Anfang hat. Konnte ich auch mit Level 1 hier was reißen. Ja, geil, geh da hin. Boah, das regt mich auch immer so auf, die Leute, die hier einfach... Ja, der hat der bottet, das merkt man schon. Ja, der bottet. Deswegen gehe ich mal auf Channel 0. Da merkt man richtig, dass er bottet, denn er greift meine Mobs an, die er eigentlich nicht angreifen sollte, ne? So, jetzt sind wir hier in Channel 0. Ich hoffe, hier wird nichts sein. Doch, hier ist auch einer. Na, auch ein Botter? Ne, der ist kein Botter, sonst wird er direkt schon wieder eins angreifen. Na los, hau rein hier, Dorugamon, oder? Ist doch Dorugamon? Ja, ich finde jetzt nur richtig scheiße, Mann, dass ich mir das Falsche geholt habe. Aber egal, Hauptsache, ja, ich habe einen Digimon jetzt noch. Hab mir dazu noch ein Archiv geholt. Also ich habe mir zwei Archive geholt, habe jetzt einen freien Platz noch. Ja, aber trotzdem richtig fail. Aber egal. Dann kommt es bald halt erst später. Aber das ist ja egal. Das ist ja egal. Die Zeit rennt uns ja nicht weg. Aber es kommen halt immer mehr neue Digimon. Und es wurde ja jetzt auch in KDMO Apokalimon angekündigt, wenn ihr das noch nicht wusstet. Also in den koreanischen Servern wurde Apokalimon angekündigt. Und ja. Sieht recht nice aus. Habe schon ein paar Bilder von gesehen. Also man ist sich noch nicht sicher, wie es in-game aussehen wird, aber so die Bilder, die man schon gesehen hat, sieht das eigentlich schon recht in Ordnung aus.
Und ja, ich hasse das, wenn die Leute hier sind. Nur um die scheiß Boxen hier zu farmen, oh, Verzeihung. Ja, Verzeihung, Verzeihung. Boom, boom. Und jetzt noch das Digimon. Weg damit. Und dann killen wir das jetzt nochmal eben hier. So. Ja, eigentlich geht es relativ schnell, wenn ihr mehrere Mobs wären. Halt mit dem XP-Booster, mit dem 500% noch. Und was nicht alles. So. Mein Gott. Regen die mich auf, diese Leute. Alles so Affenkinder, ey. Ihr seid alles Affenkinder. So, töte dann halt den Leader hier, komm. Und weg mit dir. Geh weg. So, der ist auch tot. Der Digimon Leader. Komm, stirb. Komm mal Level Up durch den. Ja, oder? Ja, cool. Und wir lernen unsere F2-Attacke. Super, ja. Die gucke ich mir direkt mal an hier, was der hier so kann. Sag mal, was du drauf hast, Digga. Hier so eine Kugel. Ah, Skill, Skill, Skill. Da konnten wir zweimal machen. Oh, eine Monsterkarte Level 2, oder? Ja. Mal gucken, wohin hätten wir die jetzt? Mal sehen. Fast, fast. Gut, hier wollte ich jetzt aber nicht bleiben. Ich wollte jetzt eigentlich abhauen. Ah, jetzt spawnt direkt hier noch einer, ey. Ach, komm einfach mit, komm. Komm mit. Ja, los, komm. Komm mit, komm mit. Follow me, follow me. Denn wir können jetzt, können wir wechseln zu Immon. Also, ich wechsle jetzt zu Immon. Weil mit dem Motorrad bin ich tausendmal schneller unterwegs. So. Und ab geht's. Ab geht's. So, 6 Boxen haben wir hier schon wieder. Und ja. Und ja, und ja, und ja. Dann kann man hier bei Western Village rechts rumgehen, aber ich habe es wahrscheinlich schon in den anderen Videos überall gesagt. Aber für die, die jetzt erst einschalten, wenn ihr Level 16 seid, geht dann einfach bei Western Village rechts in das Portal und direkt noch weiter. Ich mache mal hier die kleine Map auf. Dann habt ihr hier, wie ihr seht, da wo das Ausrufezeichen ist, geht es weiter. Da gehen wir jetzt hin. Da seht ihr auch schon das Portal. So, und wenn ihr dann halt, wenn ihr jetzt hier ein Motorrad habt, also ein Mount, oder ihr reitet auf dem Digimon, werdet ihr nicht angegriffen, es sei denn, ihr habt fürs Reiten einen Rider Wing benutzt. Das ist, den kann man sich kaufen beim NPC für 300 oder 500 M, weiß ich jetzt nicht. Damit könnt ihr auch auf euren Digimon reiten, aber die Digimons können euch dann, währenddessen ihr auf dem Digimon reitet, angreifen. Das habt ihr halt, wenn ihr die Mode-Selektoren benutzt, um auf ein Digimon zu reiten, zum Beispiel für Imperialdramon oder so. Dafür kann man auch entweder einen Rider Wing benutzen oder ich glaube zwei Mode-Selektoren. So, die Mode-Selektoren sind aber schweineteuer im Spiel. Also ich habe mir die jetzt nicht geholt. Ich habe mir die damals, gab es die bei einem Event, konnte man die kriegen. Auch aus, ich weiß nicht, ob das Kisten waren oder so. Ich weiß das jetzt nicht mehr. Oder auch mit Coins, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir dann da zwei Mode-Selektoren geholt und konnte dann auf Imperialdramon reiten. Aber jetzt brauche ich das eigentlich alles gar nicht mehr. Denn ich finde hier, das BMO von Belzemon reicht aus. Vollkommen und Granny auch. Und ja, ihr seht man, wie schnell man ist von Map zu Map. So, jetzt sind wir hier. Und genau hier würde ich auch weiter leveln. Aber nicht hier bei denen, denn die sind Data. Ich möchte gerne zu. Okay, dann müsste ich jetzt zu Saberdramon gehen. Dann gehen wir mal zu denen.
Shushabadramon. Und die sind, glaube ich, hier. Ja. Dann reiten wir einfach mal dahin. Das geht ja schnell. Zwar jetzt einmal voll den Umweg, aber ist egal. Ist egal. Können wir jetzt hier. Nee. Ich wollte jetzt hier rüber gehen. Hier ist Devimon. Ganz viel Devimon. Devimon. Aber wir sind jetzt gleich da. 200 Meter noch. Da sind schon die Biomon. Wo wir leveln könnten. Aber kein Bock. Lol, ich krieg hier eine Quest. ETF. Akayoko das Mist. Ja, keine Ahnung. So, jetzt können wir hier leveln. So, runter davon, vom Bike. Und dann gehen wir schön hier entlang. Und können die dann besiegen. Wie ihr seht, wir sind stark gegen Ursin. Also können wir auch hin. Wir machen extra Damage bei denen und die Gegner haben halt weniger Schaden bei uns. Das ist halt sehr gut, dann kommt man schneller voran mit dem Leveln und ist viel, viel effektiver. Und wie ihr seht, kriegen wir auch mehr XP, weil die sind halt 4 Level über uns. Was halt ziemlich cool ist. Hier kann man dann halt auch Eggs farmen. Ich glaube, ich weiß aber nicht, ob man hier Digi-Eggs rausbekommt. Das weiß ich jetzt leider nicht. Ob man bei denen ein Digi-Egg rauskriegt, aber ich glaube nicht. Weil die schwarzen Birdramons gibt es nämlich, glaube ich, noch gar nicht als Digimon zum selber haben. Gibt es, glaube ich, noch gar nicht. So, jetzt sind wir gleich Level up. Da geht's ab. So, in der Gilde, wie gesagt, ist immer noch ein Platz frei. Gildenformular ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne euch anmelden. Wir nehmen gerne noch ein paar Leute auf. Falls auch generell noch Fragen sind, Wünsche an Videos, wie das oder das funktioniert, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich versuche alle Wünsche einzugehen. Bis jetzt habe ich 2 Videos gemacht, die gewünscht wurden. Und ja, ich hoffe, die haben euch geholfen. Also das, wie hätte ich nochmal eine Digi-Ex, kam ziemlich gut an. Hat am ersten Tag direkt 4 Daumen hoch gekriegt. Ich glaube 50 Aufrufe. Boah, ich bin richtig happy deswegen. Also hat mich echt gefreut. War richtig cool von euch. Und ich hoffe, es hat euch natürlich geholfen. Aber wenn nicht. Also, wenn ihr noch ein bisschen Fragen dazu habt, einfach fragen. Also, ich beantworte es euch gerne. Ich bin gerne bereit, da euch zu helfen. So, jetzt haben wir, glaube ich, jawohl, ein Bird Egg für Daten. Aber ich glaube, davon habe ich noch über 100 Stück im Lager, weil ich die damals irgendwie brauchte für irgendwas. Oder nee, ich glaube, weil die, glaube ich, da billig irgendwo verkauft wurden, weiß ich jetzt nicht. Ich mache jetzt mal eben schnell das Level ab und dann ist der Part auch schon Ende. Der heutige Part. Gut, wir haben jetzt keine Dingens mehr. Keine Mane. Gut, das sind Attribute, die kann man halt scannen lassen und dann kann man sehen, was man dafür kriegt. Ob wir das schaffen. Ja, schaffen wir, aber trotzdem, jetzt müssen wir uns leider. Toll, jetzt nämlich die Chicken-Kombo nehmen, voll unnötig, aber egal. Egal. So, jetzt kommen wir Level 18, oder? Yes! Level 18 sind wir jetzt auch schon. Also es geht eigentlich rucki-zucki, wenn man halt eine bestimmte Levelroute hat oder halt gegen Monster kämpft, gegen die man stark ist. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auch im nächsten Part von Let's Play Digimon Masters Online wieder. Tschüss!